let's get started. Rumors spreading around in that Texas town. About the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Endlich sind wir angekommen in Faro auf dem Flughafen. Unsere Koffer kommen auch schon an. Mal gucken, welche ankommt. Ne? Wir haben entspanntes Wetter, ungefähr 17 Grad. Luca, wie fühlst du dich? Kalt. Kalt? Deutschland war wärmer vorgestern. Ja, Deutschland war gar nicht wärmer, Digga. Bei uns hat es gestern geschneit, Junge. Digga, komm. Das war so krasses Wetter vorgestern. Ja, komm, scheiß auf den Wichser. Wir warten jetzt erstmal auf unsere Koffer und dann Mami, fahren wir. Ich hab schon gefunden. Ja. Und dann fahren wir erstmal zum Hotel. So, wir sind jetzt da. Das sind unsere Bungalows so. Ja, wir haben das Meer schon gesehen. Von hier sieht man es jetzt leider nicht mehr. Das Meer ist direkt dahinter so. Oh, wir haben jetzt eine lange Fahrt hinter uns schon. Wir sind alle kaputt. Absolut. Die anderen haben ein bisschen gepennt. Oskar, und? Wie hast du geschlafen? Ich glaube, Lukas Nacken ist schon komplett kaputt nach dem Schlaf. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wo wir hin müssen. Katar und Jan sind schon zur Rezeption und dann bekommen wir noch unsere Schlüssel und dann müssen wir erstmal uns das ganze Gepäck wegschleppen. So, der erste Eindruck vom Hotelzimmer. Wir haben ja alle noch unsere ganzen großen Koffer, die wir mitschleppen müssen. Da geht's schon mal durch. Ich sehe schon das Meer. Hier haben wir den Fisch. Boah, da sieht man die ganzen Dächer. Oh, ein bisschen überbelichtet. Jetzt. Da hinten ist das Meer. Wenn man es erkennen kann. Was haben wir hier drin noch? Oha, Digga, wir haben hier gefühlt eine Bartheke, Junge. Das ist schon ein bisschen cool. Dann haben wir hier noch unseren Esstisch. Ich schlaf so auf dem Esstisch. Du kannst auf dem Balkon schlafen, Junge, sag ich dir. Das ist viel zu kalt für den Balkon. Dann haben wir noch unser Schlafzimmer. Einmal unser Bad. Ja, auch nicht schlecht. Moin, Leute. Dann hier das erste Schlafzimmer. Mit dem lieben Oskar. Und hier das zweite Schlafzimmer mit David. Ja, das zweite hier ist aber schon ein bisschen dunkel einfach, nur mit dieser Lampe. Das ist schon
Da will ich dann doch lieber hier drin sein. Da penne ich hier. Boah, wir haben voll den Blick auf die Stadt einfach. Ich weiß nicht, wie man das hat. Hast du es aufgemacht, du kriegst jetzt nicht mehr zu. Digga, diese Stadt. Junge, Junge, Junge. Und dann direkt da das Meer. Hier geht's aber auch ein bisschen weit runter einfach. Oh Mann. So, wir haben jetzt unsere erste Trainingseinheit. Kann man das Trainingseinheit nennen? Ich glaube eher so Bahngewöhnung. Das war so eine entspannte Bahngewöhnung. Maurice zieht sich hier noch aus. Wir fahren jetzt wahrscheinlich wieder zurück zum Hotel. Wenn der läuft. Ja, ich laufe auf jeden Fall erstmal. Nee, war ein Spaß. Wir bekommen wahrscheinlich erstmal unser Wasser, weil wir haben seit 6 Stunden nichts getrunken. Ich weiß nicht, ob man es hören kann in meiner Stimme, aber ich bin komplett dann einfach. Du Wichser. Hat einfach Wasser. Echt jetzt? Oha, Digga. Junge, liebe Junge. Ja, wir haben ja auch schon deine Hand. Einfach unsere Leute, die bei uns mitfahren aus der Altersklasse. Lukas Sprübig, der wird uns morgen komplett fetzen. Da machen wir uns sehr viel Hoffnung. Wir haben auch schon sehr viel Bock morgen auf den Wettkampf. Maurice, was sagst du? Wie fühlst du dich auf der Bahn? Ja, weiß ich nicht. Die Kurvenausgänge sind ein bisschen komisch, aber sonst ist eigentlich alles gut. Okay. Ja, für mich ist die ganze Kurve, heute war es auch extrem windig, also kann man das noch nicht so gut beurteilen. Aber wir werden morgen mal sehen, ob es besser wird oder nicht. Ich hatte noch ein paar Probleme mit meinem Schienbein, weil ich seit ein paar Wochen nicht mehr geskatet bin, aber ich hoffe, das wird bis morgen besser. Und dann würde ich sagen, dürfen wir jetzt erstmal ein bisschen Wasser hochschleppen, oder? Yes, sir. So, wir müssen jetzt hier noch Wasser hochschleppen. Wir haben ja noch die Koffer von Janis. Und Tamino. Platz. Hier ist gar kein Platz kommt, mehr. Kommt, Jungs, hier. Habt ihr noch? Nee, okay, schade. Junge, guck mal, was für Aufzug wir sind. Zu dritt einfach. Hier ist kein das Platz ist, mehr. Hier ist nicht mal eine Tür. Hä, 4 oder was? 4? Ja. Ja, das war das Höchste, oder? Junge, wow, doch, hier ist eine Tür. Hier wow. Ist so kein Platz. Junge, ich stecke ja so in deinem Arschloch, David. Junge, Junge, Junge. Das ist alles aufgehoben. Also, das ist ein bisschen. Und das kommt auf jeden das Fall. Das bisschen sass, also. Bisschen. Also, wir haben jetzt hier noch Wasser geholt. Unsere Mission ist erfüllt. Ich habe Todesdurst. Aber danach werden wir wahrscheinlich relativ schnell schlafen gehen müssen. Weil morgen ja schon der Wettkampf beginnt. Ja. So, wir haben jetzt gerade entspannt Abend gegessen. David ist gerade noch duschen. Luca, ja, der pennt gerade. Oder versucht zu pennen. Ich bin schon komplett voll. Ich fühle mich noch nicht so geil vorbereitet auf morgen. Eigentlich sollten wir auch schon so in 3 Minuten oder so pennen. Aber die Zeit reicht einfach nicht. Tamino tut jetzt noch Teller abspülen. Solange ich noch meine Wiener abspüle. Nee, Digga, okay. Was hat sie geschrieben? Okay. Schreibt viel Glück zurück. Oh Mann. Wieso ist eigentlich Nina nicht da? Sie hat immer noch Praktikum. Ach, macht die Praktikum? Okay. Warte mal, hat mir Alina geschickt. Ja, ich denke mal, wir machen jetzt hier nicht mehr lang. Wir waschen jetzt noch die Teller ab, damit das auch ready ist. Und dann gehen wir auch alle ins Bett. So, Digga, wir sind jetzt erstmal am Frühstücken. Erster Renntag beginnt. Ich bin so high. Tamino hat erstmal seine Brotbüchse vergessen. Die Marvel? Ja, ich habe vielleicht auch meine Brotbüchse vergessen. Vielleicht sind es Schläge von Papa. Vielleicht habe ich auch gar nicht danach gesucht und habe vielleicht eine dabei. Hier geht gerade die fucking Sonne auf. Währenddessen wir entspannt frühstücken. Auf entspannter Hase. Oh, eine Möwe. Die haben gerade eben schon versucht, meine Drohne runterzuholen. Die fucking Möwen. Aber nicht mit mir, Junge. Das wäre gottlos gewesen. Naja, wir werden hier erstmal ein bisschen frühstücken. Danach geht es dann wahrscheinlich auch los auf den Wettkampf. Vielleicht kommen da noch 1-2 Drohnenshots. Aber bis dahin machen wir jetzt erstmal einen entspannten. Ja. So, Race Day 1 hat begonnen. Wir haben uns schon eingefahren. Bisschen Bahngewöhnung gemacht. Jetzt sind noch ein paar mehr Leute da. Hier läuft was auch immer für Musik, Digga. Ich verstehe absolut gar nichts. Hier geht relativ viel ab. Ich habe keine Ahnung, wie man uns versteht. Bald geht's dann auch schon los. Der Livestream läuft schon. Das ist ein Chaos-Vlog, Junge.
Der Vlog ist kompletter Chaos, weil alle Clips irgendwie durcheinander nacheinander kommen. Weil wir extrem wenig Zeit haben. Da unten ist übrigens auch Tamino, da ist Oskar. Ja, Oskar ist auch noch da. Da ist Kata. Da ist Luca. Da ist David. Der bekommt gerade noch seine Nummern ranbekommen. Ja. Deutsch, Junge. Deutsch ist wieder nicht am Start. Als Team Deutschland. Ich hab meine Nummern auch schon dran hier. Boah, wer hat die denn so gut dran gemacht? Ja, Janis hat die mir so gut dran gemacht. Ich würde sagen, ihr seht wahrscheinlich gleich die Rennen, weil wir nicht mehr viel aufnehmen werden. Wir müssen uns noch warm machen und so. Stimmt. Und dann geht's auch schon los mit den 500 Meter Rennen. Das wird auf jeden Fall stressig heute. Wir sind wahrscheinlich bis 22 Uhr an die Bahn. Da kommt gesetzt, einer kommt ins Finale. Wenn jemand ins Finale kommt, ja. Eher nicht. Ja. Und dann kommen wahrscheinlich noch ein paar Clips von den Rennen, wenn ich was aufnehmen kann. Das war Marvin's Vierstopp. Marvin hat einen Vierstopp. Ja. Hab Marvin, lauf! Der läuft ganz außen, Marvin, du musst innen. Innen! Steine! 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 Guck doch mal, Digga! Komm, Marvin, innen! Du musst überholen! Digga, der chillt doch über den Bügel rein! Oh mein Gott! Nein! Marvin, vorbei! Und jetzt wieder außen! Komm, Marvin, alles geht! Innen, Maurice! So, wir haben jetzt schon 12 Uhr, unsere Läufe sind vorbei. Ich bin auch schon meine 500 Meter gelaufen. Die Kadetten waren auch schon dran. Was sage ich? Kadetten, Digga, die Jugendsportler. Wie man sehen kann. Wir sind natürlich wieder alle raus, bis auf Tamino bei uns. Ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meiner Zeit. Jetzt nach dem, was alles passiert ist mit dem Knie und so, ging eigentlich völlig klar. Mein Lauf habt ihr wahrscheinlich gerade schon gesehen. Finn, hast du noch irgendwas zu sagen? Digga, wie du da sitzt, Junge. Ja, wir dürfen auf jeden Fall nicht ins Hotel. Das heißt, wir müssen hier noch chillen, Digga, bis unsere lange Strecke läuft. 17 Uhr oder so? Ja, wird wahrscheinlich 17 Uhr oder wahrscheinlich später nach den ganzen Fehlstarts. Da kommen dann unsere 3000 Punkte. Vorläufer. Ja. Wir spielen jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen Uno. Und dann würde ich sagen, melden wir uns später wieder, wenn unsere Läufe sind, oder? Komm, Tamino, halt die Fresse, Tamino fährt hier. Junge, er ist aber auch so ein Biest. Komm, Tamino! Komm, Tamino! Tamino, komm! Na Vidrenza, Italia da ultima volta. Tamino Pomer si ganha a sua posição. Jawohl, hat er. So, wir sind jetzt hier einfach entspannt am Strand erstmal. Wir haben kleine Mittagspause gehabt und sind ja dann auch entspannt erstmal zum Strand gelatscht. Hier ist ziemlich windig. Ich denke mal, man kann relativ wenig verstehen. Ich hoffe, man versteht trotzdem irgendwas.
Ja, sorry für die Qualität, für die Audioqualität schon mal. Ich bin hier mit dem lieben Finn. Die Wellen sind auf jeden Fall geil, die Klippen hier sind ja auch extrem geil. Wir fangen in ungefähr so 5-6 Stunden wieder an zu fahren, wenn überhaupt, weil wir haben noch keine Vorläufe. Also können wir noch ein bisschen entspannen und dann laufen wir auch schon wieder zurück. Aber sieht jetzt einfach geil aus. So, wir sind jetzt wieder zurück vom Strand. Wir sind jetzt hier wieder beim Rennen. Gerade eben laufen die Jugendsportler. Maurice und Janis sind gerade schon gelaufen. Gerade läuft der Lauf von John. Da wurde gerade ein mieses Breakaway gemacht, weshalb John und so alle schon draußen sind. Wenn man das hier so sehen kann. And then finish. Jelek in the front and Alphonse Siefel. Wir haben ungefähr noch 3-4 Stunden, bis wir dann dran sind. Ja, es ist extrem laut. Ich habe keine Ahnung, was man so alles versteht. Aber wir können uns jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen entspannen, bis wir dann endlich dran sind. Wahrscheinlich wird es dann auch schon dunkel, bevor wir starten, aber mal schauen, was das jetzt wird. So, wir sind jetzt entspannt, fahren wir wieder zurück zum Hotel. Oh, wir haben Oscar noch mit dabei. Dafür, ja, sitz ich auf fucking Janis. Es ist eine ganz schöne enge Situation hier alles. Aber ja. Tamino, Statement dazu? Ich wurde heute disqualifiziert auf 500. Geil. Ja, das war kacke. Eigentlich war jetzt weiter. Hast du einen Schlüssel? So, jetzt gibt's erstmal entspannt Abendessen hier. Oh, wir können immer noch keine Drohne fliegen, weil die Möwen uns einfach umbringen wollen, aber alles gut. Solange wir hier noch Essen haben, ist ja alles gut. Janis muss einfach jetzt von so einem Kaffeebecherteller essen, aber das war's komplett. Und wenn wir kein Essen mehr haben, holen wir uns so eine Möwe runter. Sind schon warm. Ich weiß nicht, warum ihr langes Zeug anziehen wolltet. Selbst der Copa der Europa, Turnier Terras do Infante. Maurice, jetzt Beast Mode! Van a lanzarla ya, vale? Si no estás bien, para. We have a race, let's go, guys! 11 laps to go! Es que acaba de empezar la primera, solo una puntuación. Y Montera Friends y los Skates. So, das letzte Rennen ist jetzt vorbei. Hier geht es gerade noch komplett ab, weil die Senioren fahren. Das ist alles extrem laut. Ich habe keine Ahnung, wie gut man uns verstehen kann, überhaupt weil wir das jetzt mit dem iPhone aufnehmen. Janis ist auch noch mit dabei. Ich bin komplett tot. Ich weiß immer noch nicht, ob ich den einen Punkt des Sprint geholt habe. Dann könnte es sein, dass ich eine ganz gute Platzierung habe. Aber sonst sieht es eigentlich relativ schlecht aus. Aber mal schauen, wie das Endergebnis jetzt ist. Ich habe am Ende auf jeden Fall komplett reingeschissen. Aber wie uns Pascal beigebracht hat, morgen ist auch noch ein Tag. Und morgen kommt das nächste Rennen. Und dann stehen erstmal die 10.000 an. Und dann sieht das gleich mal ganz anders aus. Also wir freuen uns schon auf morgen. Essen gibt es jetzt wahrscheinlich nichts mehr. Wir werden wahrscheinlich danach instant ins Bett gehen, wenn wir im Hotel sind. Also würde ich sagen, tun wir uns jetzt schon mal verabschieden. Ich habe keine Ahnung, wann wir aufstehen müssen. Es ist wieder alles todesunorganisiert. Ich habe echt keinen Plan. Wahrscheinlich müssen wir wieder 6.30 Uhr aufstehen oder so. So wie heute. Aber mal schauen. Ja, die Einheit vor dem Rennen ist ganz wichtig. Aber ich freue mich jetzt auf jeden Fall schon mal auf mein Bett. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Let's go. Erstmal Frühstück hier am Morgen. Wir haben gerade mitbekommen, Tamino wurde einfach schon disqualifiziert für die 1000 Meter heute. Das heißt, der Bre kann einfach gar nichts laufen bis auf die 10K. Er hat schon richtig Bock, der ist mega pissed gerade. Wir werden jetzt hier erstmal entspannt frühstücken und dann schauen wir mal, was so abgeht auf der Bahn. So, Renntag 3 auf entspannt. Gerade eben waren wir noch am Frühstücken. Jetzt sind wir schon auf der Bahn. Die Sonne scheint auf jeden Fall. Heute Morgen stehen erstmal die 1000 Meter an. Ich habe keine Ahnung, wie ich die laufen soll. Das wird auf jeden Fall nochmal eine Herausforderung. David ist hier noch auf entspannt am Wasser schleppen, damit wir was haben über den Tag. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie die 1000 ausgehen.
Nice to meet ya. Stepping first, Risa. Christian Dior. Christian Dior, Jesus. Nice to meet ya. Versace, keeper. Girl up on my side, diva. Hopping on the flight. When I put up in flex. Baby, why your man looks stressed? Big drip in my Sunday best. If I put you in a foreign, baby, in a stalling, you can run with me, it's flat. Yeah, energy. Freak in the sheets, steady in the streets. Melanin rich, you from overseas. Let me take you places in the world you ain't ever been. I could be the one if you want, when you want, come and say my name. Pack a bag, we can run, do a thing in a sun country. Nice to meet ya. Stepped in first, Risa. Christian Dior. Christian Dior, Jesus. Nice to meet ya. Versace, keeper. Call up on my side, diva. Hopping on the flight, see ya. Nice to meet ya, wow. I had the nicest time with a vegan. I met her in Victoria and Secret. She let me in a Victoria's Secret. Brand new Chanel. Said she got a man, I told her keep him as well. She tells tales, yeah. Even her girls, yeah. Think it's odd, she don't leave as well, yeah. Alphabet love, know who we are. Kiss you from your feet, then I move up above. In the suite, now you can't move along. Kisses make you weak, but I'm here to make you stronger. Nice to meet ya, yeah. Stepped in first, Risa. Christian Dior, Christian Dior, Jesus. Nice to meet ya, Versace, keeper. Girl up on my side, diva. Hopping on the flight, see ya. New G, that's me Chachi. Fly kicks, that's me Aki. She said, come to mommy. She duck under my belt, papa, yeah. Cartier, diamonds in your Cartier. Coca-Cola, put to shame. Liquor sip out like the day, yes. I could be the one if you want, when you want, come and say my name. Pack a bag, we can run, do a thing in a sun country. Nice to meet you. Stepped in front, Risa. Christian Dior. Christian Dior, Jesus. Nice to meet you. Versace, keeper. Call up your side, deeper. Up on the flat. Let's go, Leute. Es gibt endlich mal was Gescheites zu essen. Auf der Cam sieht das absolut grau aus, weil es hier so dunkel ist. Aber es gibt endlich einfach Hähnchengeschnetzeltes mit Nudeln. Ich würde ja gerne die Cam drehen, aber das gibt es einfach bei iPhone nicht, Digga, die Funktion. Oh. Tasty? War nur eine Nudel? Chill. Es gibt sogar Fleisch heute. Es gibt Fleisch. Es gibt einfach Fleisch. Also, das ist krank, ne? Schmeckt gut. Schmeckt gut? Ja. Gut, gut? Sehr wild. Schmeckt sehr gut.